Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Heute wieder auf Server 21, unserem Challenge-Server. Und einiges hat sich getan. Unter anderem, ja, ich zeig's euch mal hier. Ich zeig mal die ganzen Dungeons, die ich geschafft habe seit dem letzten Video. Hier der verschlagene Vampir. Geschafft. Nichts bekommen. Dann kam der Nachtghoul. Stufe 18er Nachtghoul und der auch nichts gegeben. Dann kam der Wasserklomb, Stufe 20 schon. Und was hat der? Wer hat sie mir gegeben? Die Glücksepikette. Das heißt, 5 Punkte gibt es dafür. Und so glücklich wie ich bin, habe ich die Banshee auch noch geschafft. Nichts bekommen. Und dann kam der Yeti. Nichts bekommen. Und dann der Skelettkrieger. Und dann kam wieder ein Allattribute-Item. Und ich habe geheult. Da finde ich ein Epik. Und dann ist es noch eine Kette. Das heißt, das bringt mir ja nichts, weil ich habe hier die Fünferkette, die lasse ich im Inventar dafür später, um die auszurüsten, um dann die Punkte zu bekommen und finde dann noch ein Epic, ein Allattribute-Epic, was mir eigentlich 3 Punkte geben würde, aber nein, es muss noch eine Kette sein, das heißt, da war ich wirklich unlucky und dann gucken wir bei den anderen vorbei. Nein, außerdem habe ich noch das Sammelalbum gefunden, das ist sehr nice, 4,75% aktuell. Wollen wir mal bei den anderen vorbeigucken, hier unten, Relaxo, auch schon SSA. Guck mal hier, wer so die meisten Punkte hat. Gucken, wer über 2 Epics hat. Hier, 2 Epics hat der liebe Next Schrottmodel. Gucken, wer hat denn noch ein paar viele Punkte hier. Ja, auch hier ein Glücksgürtel. Hier ist der Glücksring am Start beim Orimus. Hier, Glücksbrust und alle Attributeschuhe. Das ist sehr nice. Da hat er sich gegönnt. Guck mal, der Premix hat auch schon 2 Attribute-Items. Sehr nice. Maurizio hat ein Epic. Hier 2 Attribute-Epics. Raff ich nicht, hat auch einen Attribute-Ring. Aber hat denn jemand schon 2 Glücks-Epic, wollte ich gerade sagen. Und hier, der Chris, der Geld, hat wirklich 2 Glücks-Epics. Einmal den Ring und den Talisman. Episches Toilettenpapier der Überlegenheit. Das ist sehr krass. Das heißt, die beiden Items geben uns dann schon mal 10 Punkte. Und hat denn jemand noch mehr Epics? Guck mal hier. Oh, der Turtle. 2 Dreier-Epics, ein Allatrutring und noch ein Glücksepic. Heftig. Skullraptor hier. Man sieht schon, die SAs hier sind richtig gut. 27% der Davalon. 39% der PewQ. Hier noch kein SA leider. Der Zoro hat auch Pech gehabt, wie ich. Und hier, wow, hier schon Items mit Sockeln, ganz viele. Dann ein Glücksgürtel mit Sockel. Das heißt, da hat er schon mal die maximale Punktzahl mit diesem einem Gürtel. 6 Punkte gibt es dafür. Ein Dreier-Epic mit Sockel, auch noch 3 Punkte. Super Ari hat auch eine Glücksbrust mit Sockel. Oh, ich bin neidisch. Ich bin neidisch. Hier, Revenge. Oh mein Gott. Revenge. Oh mein Gott, ist das heftig. Glückshandschuhe mit Sockel, Glückswaffe mit Sockel. Das heißt, die beiden geben schon 12 Punkte. Heftig. Das ist wirklich heftig. Fragezeichen natürlich auch hier dabei mit Stufe 35. Adolive 36. Dann hier Terraner schon 51%. Hat auch hier 2 Allattribute-Items. 1 mit Sockel sogar. Dann hier die Dreierhandschuhe mit Sockel. Yagi hier oben. Auch mit Stufe 39, 41 SA. Und dann hier der Avalon mit 54 SA. Hat eine Dreier-Epic-Waffe, ein Dreier-Talisman und Glückshandschuhe. Aber sagen Revenge ist, glaube ich, gerade am das meiste lag. Mit diesen beiden Items hat er so einen Vorteil schon. Und ich sitze hier mit einer Glücks-Epikette und denke mir so, naja, wunderschön. Okay, ich will noch ein paar Quests hier mal überspringen. Guck mal, da gibt es direkt ein Level-Up auf Stufe 28. Und dann gleich mal weiter. Was haben wir hier? 5 Minuten überspringen wir auch. Morgen, nee, übermorgen gibt es dann das wunderschöne Gold-Event. Da gibt es dann richtig schön Gold auf dem Charakter und ich hoffe, dass ich dann mit den 9 Skillpunkten ein paar mehr Dungeons schaffen werde und nebenbei natürlich fleißig das SA am Pushen. So, 7 Minuten 6000, auch sehr nice. Ich glaube, Stufe 29 werde ich jetzt nicht mehr. Ich tue trotzdem mal die Quest weiter überspringen. Ja, nicht so gut. Ah, das hätte ich alles in Grenzen. Ich nehme die hier. 10 Minuten 7500. Oh, 7 Minuten 8700, das ist wirklich sehr gut. Mal kurz vor 29 ist die Frage, lohnt sich es hier einen Pilz zu nehmen für das eine Level-Up für den Dungeon? Ich mach's einfach. So. Dann nehme ich jetzt hier noch die Quest und damit sollte ich auch direkt 29 werden. Jawohl, sehr nice. 824 Gold habe ich auch hier. Dann machen wir das so hier und dann noch so. Und das sollte passen. Okay, jetzt habe ich 870 Gold.
Davon brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen was für die Festung. Gucken wir mal hier in die Läden rein. Gibt es denn hier irgendwas, was mich verbessern könnte? Aber nein, die Items sind alle leider schlechter. Die Handschuhe, die ich hier habe, die können auch verkauft werden. Das heißt, ich kann dieses Geld einfach komplett freizügig hier mal schön verskillen. Ein bisschen mehr Glück brauche ich auch noch. Mache ich mal so auf 10 Goldkosten hoch. Dann noch ein bisschen mehr Geschick. Machen wir die 400 noch voll. Und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir hier das Skelett und den Voodoo-Meister. Das heißt, Skelett ist der nächste mit Stufe 28. Und jetzt ist die Frage, kann ich den schaffen hier in dem Versuch? Das sollte auf jeden Fall möglich sein, wenn er nicht zu viel blockt. Und wenn ich da mal einen schönen Crit noch raushaue, dann ist er auf jeden Fall drin. Hier, der macht auf jeden Fall viel Schaden. 3500, 5000 und er blockt ganz schön viel. Der blockt wirklich viel. Aber ich mache auch Schaden hier. Wenn beide Angriffe treffen, dann mache ich Schaden hier. Ein Crit 5000. Der erste Schlag muss auf jeden Fall critten, weil meine erste Waffe ist deutlich stärker. Aber der tut heftig viel blocken. Blockschocks ist eigentlich 25%. Aber der blockt hier gerade so viel. Wenn ich jetzt nicht ausweiche, habe ich verloren. Komm, treffen. Oh nein. Und... Oh mein Gott, mein armes Herz. Skelett 28 besiegt und... leider wieder kein Epic. Ah, unlucky. Immer noch. Guck mal, ich bin dann aktuell mit dem Item da auf. Warte mal, den will ich auch noch speichern. Ich will mir nämlich generell alle Kämpfe hier speichern, die ich hier schaffe auf dem Server. Bin ich bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Punkten. Bei 14 Punkten bin ich aktuell. Und es geht voran. Wenn ich gucke, Revenge, wie viele Punkte hat er jetzt hier? Er hat 1, 2, 3, 4, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 25 Punkte. Oh mein Gott. 25 hat er jetzt schon. Beim Maximum von 54 ist das schon wirklich heftig. Ich mit 14 Punkten sehe da ein bisschen alt aus, aber ich gebe nicht aus. Die Challenge geht noch über eine Woche. Und mal gucken, ob ich mir den ersten Platz holen kann oder ob ich weiter so unlucky bin. Aber ich denke mal, gerade nach dem Gold-Event werde ich noch einige Dungeons schaffen. Und vielleicht finde ja auch ich ein Glücksitem mit Sockel vielleicht noch. Aber wie gesagt, wenigstens schon mal ein hier Epic, ein Glücks-Epic. 5 Punkte sind auf jeden Fall hier schon mal sicher. Das ist nicht schlecht. Und ja, so. Stadtwache mache ich rein, eine Stunde. Dann tue ich später ein bisschen das A-Pushen. Aber das soll es gewesen sein. So sieht es aktuell aus bei der Challenge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich über die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!